Die 2x3 Meter große Papierarbeit Assembly aus dem Jahr 2009 vereint alle wesentlichen Merkmale, die das facettenreiche Œuvre der in Nürnberg geborenen US-amerikanischen Künstlerin Kiki Smith ausmachen. Der ungemein feinstoffliche Umgang mit Materialien, ihr unverkennbar filigraner Zeichenstil sowie ein narratives Element, mit dem sie nicht nur politisch-sozialen, sondern auch philosophischen Aspekten der menschlichen und vor allem der weiblichen Natur nachspürt. Wie auf einem altniederländischen Gruppenporträt tritt uns in Assembly eine Versammlung 8 lebensgroßer Frauenfiguren in mimischer Reglosigkeit, aber mit klarer Bestimmtheit entgegen. Wie zur Bestätigung dieser Kraft, die sich auch als inneres Leuchten begreifen lässt, ist jeder Figur eine plastische, aus Papiermaché geformte Glühbirne zugeordnet, die an einer Schnur vor dem Bild hängt. An Zahnstochern befestigter Glimmer repräsentiert den Schein der Leuchtkörper, eine der für Kiki Smith typisch poetischen Bildfindungen.